Meine lieben Freunde der Abendsonne, seid ihr bereit für den allerletzten Part von Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories Reverse Rebirth 1.5 HD Remix? Ich hoffe es doch. Im letzten Part sind wir in diesem teeny tiny Schlösschen des Entfallens angekommen, was wirklich verdammt mini ist. Also ich meine, guckt's euch mal an. Aber egal. Wir wollen uns jetzt der Dunkelheit in unserem männlichen Herzen stellen. Ich habe wirklich bis Level 55 trainiert. Ich habe ja gesagt Level 50 oder so. Also 55 oder so. Und ich bin Level 55 oder so. 13. Das ist sehr geil, dass wir 13 brauchen als Wert. Weil 13 im Kingdom Hearts Universum eine etwas größere Bedeutung hat. Also es ist nicht einfach nur so eine Zahl, es hat schon einen Sinn, diese Zahl. Sehr geil gemacht, Entwickler. Finde ich super von euch. Aber egal, Finale. Anthem, wir sind bereit. I smell you, Anthem. Show yourself. I have watched you fight. I know your strength. Your skill with darkness has grown. It has become more mature. And yet why? Why do you accept the darkness, but still refuse me? You know you and I are similar. We both follow where the darkness leads. Indeed, we are the same. So why? Does some part of your heart still have a fear of the dark? That's not it. The truth is, I just can't stand your foul stench. You are a fool. You should know my powers well by now. Yeah, I know. Or did you forget? I used all the power you had to give, and Sora still beat me. I'm not at all impressed with your powers. Very well. In that case, you shall sink into the abyss! Mann, an diesen komischen Herzlosen von Anthem werde ich mich wohl nie gewöhnen. Aber nun ja. Er gewöhnt sich wohl auch nie an uns. Zeit fürs Finale, Anthem. Los geht's. So, was wählen wir denn eigentlich gegen den? Wah! Vielleicht mal Oogie Boogie. Wah! Ich will mal ein Duell mit dem machen. Komm her. Willst du irgendwas machen? Ja, hier, Duell. Komm her, so. Einfach alles entgegenschmeißen, was wir haben. Wir haben nicht viel, aber das geben wir ihnen. Yeah. Wow. Duell. So. Ich liebe Duelle, Anthem. Das solltest du doch mittlerweile wissen. Oh yeah. Fette Sache. So, einmal Mickey haben wir auch bekommen. Perfekt. Oh, wow. Ah, die haben mich geheilt. Ah. Warum machst du das? Das ist... Ah. Junge, Kollege, Mann. Kollege, du bist ja richtig... eklig. Mann, hör auf damit. Duell. Yeah, so muss das sein. Komm her. Duell, 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 Duell. Yes. Ins Gesicht. Das ist die Taktik. Ja, vielleicht morgen. Duell. Oh, Mann. Oh, das ist vielleicht jetzt nicht so cool. Schon etwas besser. Yes, Mann. Und zack.
Ich habe irgendwie keine Lust, mich mit einem direkten Kampf mit dem einzulassen. Haha, gerade noch so gekriegt. Und friss meine ganzen Karten in dein Gesicht. Weil irgendwie scheint der ja ziemlich haarig zu sein. Und den hier. Oh, Mickey. Aua, hat mich voll erwischt. Haha, noch gekriegt. Ich muss dich nur immer ausspionieren, was du einsetzt, Kollege. Zacki, zack, boom. Jetzt habe ich nur noch Mickey. Bitch, please. Ich kenne deine Taktik mittlerweile und ich komme dagegen nicht an. Doch komme ich. Zack, zack und bams. Alter, das gefällt mir. Ich will mich echt nicht in ein direktes Duell mit dem einlassen. Okay, vielleicht ja doch. Duell, Baby. So, friss meine geballte Männlichkeit. Und tschüss. Weil ich einfach zu cool dafür bin. Oh Mann. Wie cool. Immer nur Duell. Das war's, Anzim. Keine Chance. Insolent Threat! Anzim! This is the end. This is hardly the end. Your darkness, I gave it all to you. My dark shadow lingers. Someday, I will return! Sora. Kairi. Gosh, Riku. I know you wanted to do this alone. But you don't mind getting a little help, do ya? So, Riku, what happens next? Are you going home? I can't go home. Not yet. It's still here. It's really faint, but I can sense him. So, I think his darkness may still have a hold on me. Your darkness belongs to you, just the same way your light does. Up till now, I thought darkness was something that should never exist. Then, I spent time with you and changed my mind. The road you chose, I didn't know. Light and dark, back to back. With you, I think they might meet in a way nobody's seen before. Wonder where that road leads. I'd like to see myself. Huh? I'd like to walk the road with ya. Your Majesty, I'm really flattered. I don't know what to say. Gosh, Riku, you know you don't have to call me that now. We're pals. Fair enough, Mickey.
What are you making me choose now? Between the road to light and the road to darkness. Neither suits me. I'm taking the middle road. Do you mean the twilight road to nightfall? No. It's the road to dawn. Tja, meine lieben Freunde, damit ist es entschieden, welchen Weg Riku jetzt gehen wird. Den Weg zur Morgendämmerung, The Road to Dawn. Ach ja, jetzt ist das Spiel wirklich zu Ende. Jetzt kommt nichts mehr. Wir haben es jetzt geschafft. Riku hat die Dunkelheit in seinem Herzen nicht komplett besiegt. Er hat sie sehr geschwächt und er herrscht jetzt quasi über seine Dunkelheit, über sich selbst und alles Mögliche und männlich und... Aber Ansem hat leider geschworen, wiederzukehren. Und das ist leider wahr. Das, ist nicht so leicht, den auszumerzen. Muss man leider sagen. Aber es ist sehr geil, wie überleitend eigentlich dieser Teil zu Teil 2 ist. Weil man... Also, er ist nicht unbedingt notwendig. Aber, also um Teil 2 zu verstehen, nicht unbedingt notwendig, aber es wäre schon ein immenser Vorteil, diesen Teil zu kennen, wenn man den zweiten Teil spielt. Was ich natürlich nicht gemacht habe. Ich habe natürlich den zweiten Teil vor diesem Teil gespielt und war etwas verwirrt über überhaupt den Anfang und wie alles passiert ist und was ist und... Ja, egal. Egal, mein Resümee zum Spiel habt ihr eigentlich schon bei der Sora-Story gehört. Ich finde es trotzdem, auch wenn es das einzige Kingdom Hearts mit einem etwas seltsamen Kampfsystem ist, ziemlich geil. Ich finde es schön, dass sie es nochmal in HD aufgelegt haben. Es ist einfach ein sehr geiles Spiel, kann man nicht anders sagen. Und jetzt haben wir hier nochmal die ganzen Szenen von Riku hier, schön mit Miki. Das sieht cool aus. Yeah, Balle Fitzi, keinen interessiert. Jetzt, nachdem man die Riku-Story abgeschlossen hat, kriegt man die letzten Karten für Sora freigeschaltet, die ich ja schon in der Sora-Story geholt habe, aber quasi erst eigentlich nach diesem Part hier aufgenommen habe. Also, das ist jetzt der letzte Part, aber den Part 39 habe ich eigentlich nach diesem Part hier aufgenommen, weil es nicht anders möglich ist, um euch das mal jetzt zu verdeutlichen. Aber das ist halt der Vorteil, wenn man auf Vorrat aufnimmt. Ihr habt es nicht gemerkt, es ging einfach in der Reihenfolge weiter. Ohne große Pause. Auf jeden Fall. Es ist sehr geil, dieses Spiel. Ich kann es immer nur wieder sagen. Ich finde, es ist also ein richtig gutes Lückenfüllerspiel. Es hat viel erklärt. Was, also für mich zumindest, weil ich kannte ja Re-Chain of Memories nicht, aber Teil 2. Und deswegen, als ich dann Re-Chain of Memories, beziehungsweise Chain of Memories gespielt habe, hat das für mich ziemlich viele Lücken gefüllt. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, wer ist Maluxia, wer ist Laxine, wer ist Lexaeus, wer ist Zexion. Ich kannte die alle gar nicht, wer ist Vexen? Die kannte ich alle gar nicht, weil die ja nur in diesem Teil hier vorkamen. Okay, er will uns mit Wissen vollschlagen. Und es war alles so verwirrend in Teil 2 und als ich da den Teil hier gespielt habe, wurde so vieles klar und ich war so happy. Kann auch deswegen daran liegen, dass ich den Teil mag. Ach ja, sehr geil. Riku hat sein Gedächtnis hiervon behalten, aber er hat Sora nie was von diesem Schloss erzählt. Warum eigentlich nicht? Tja, keine Ahnung, vielleicht hat er gedacht, belasten wir nicht mit dem Kack. Und da ist wieder Namine und Kairi, da sind sie wieder... Namine, Kairis Schatten, wie wir bereits wissen. Oh ja, oh ja. Dazu noch etwas mehr in Teil 2. Oh, da wandern sie, die beiden. Wo sind sie doch gerade? Wow, was ist los? Tut die Dunkelheit dir weh? Alles cool, okay. Ja, Riku hat sich entschlossen, der Dunkelheit in seinem Herzen alleine gegenüberzutreten. Und er wird es auch schaffen, garantiert. Und dann war es schon wieder... Diesen komischen Typen und den Typen. Und... Axel? Okay. Was hat denn jetzt mit dem zu tun? Und wo sitzen die da? Und warum essen die ein Eis?
Und warum ist es blau? Warum will ich jetzt auch ein Eis haben? Okay, Dis und Namine. Aha. Wow, war das eben gerade Riku? Der sah aber gealtert aus. Nun ja, man muss auch wissen, dass Sora jetzt ziemlich lange schläft, bevor Teil 2 beginnt. Aber dazu mehr in Teil 2. Am Ende des Weges, ohne dich gilt es, ein vergessenes Versprechen einzulösen. Früher mögen wir Seite an Seite gegangen sein, jetzt schreiten wir mit dem Rücken zueinander voran. Und obwohl sich unsere Wege nicht kreuzen werden, sind doch alle Pfade irgendwo verbunden. Wenn ich endlich bei dir ankomme, sind wir vielleicht nicht mehr die, die wir mal waren. Aber wir werden uns wieder ein Versprechen geben. Und damit haben wir die Spielrekorde. Fett, der Weg in die Morgendämmerung. Fortschritt des D-Berichts, 100%, der die Karten beherrscht. Naturtalent Riku, yay. Schnelle Stiche, gewonnene Kartenduelle, 84,15% habe ich gewonnen. Aktivierung, fast 100 Mal. 13,5 Stunden habe ich gebraucht, also wirklich nicht mal die Hälfte von Sora. Es geht relativ fix mit Riku. Kann man nicht anders sagen. Aber, liebe Freunde, das war's jetzt. Das LP ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch genau mit 60 Parts, wie geil ist das denn, Spaß gemacht. Und das finde ich so cool. Es ist genau halb so lang wie Sora's Story. Sora 40, Riku 20 Parts. Ist voll cool. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr bleibt mir bei dem nächsten LP auch noch treu. Ich werde die anderen Kingdom Hearts Teile, soweit ich es kann, auch let's playen. Es ist natürlich schwierig, manche Teile zu let's playen, wenn man nicht die dazugehörigen Mittel hat, wie zum Beispiel den 3DS-Teil. Könnte ein bisschen schwierig werden. Oder auch die DS-Teile ist jetzt nicht so einfach. Vor allem, weil 358,5 Tage ja für mich auch der schlechteste Teil ist. Das ist ja einer der DS-Teile. Recoded wiederum ist ziemlich cool, finde ich. Aber ja, da fehlen mir auch die Mittel und Wege zu es korrekt zu LPen, wie ich es gerne hätte. Ja, Emulatoren, bla bla bla, aber die haben auch ihre kleinen Macken, wie wir sie kennen. Aber auf jeden Fall, das ist jetzt egal, das ist Zukunftsgesang. Wir sind hier bei Rechain of Memories am Ende angelangt. Schönes Abschlussbild mit Riku und Sora. Riku blaue Karten, Sora rote. Ach ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieses LP. Und ich sage, bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüsselchen.